Herzlich willkommen zurück zu Deponia und wir sind hier stehen geblieben beim Rätsel des Jahrhunderts und ja, ich habe gar keine Ahnung, wie ich das machen will. Das ist das Problem. Aber wir hören Man die Tipps kann durchlesen. Eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Eine Klemmmuffe, Klemmmuffe, Klemmmuffe. Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Was? Man kann eine Schraubmuffe an einen aber nie Schraubmuffe sphärischen. Klemmmuffe nie auf einen kubischen und eine Steckmuffe auf einen kubischen, oder? Aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Ja, okay, das müsste tauschen, okay. Smaragdflansch, Koboldflansch. Solange der Mauveflansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen abialen Stromumkehrer mit Mauveflansch geben. Solange der Mauveflansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird Kubischer, oder? Solange der Mauveflansch noch an den kubischen Korpus wird es auch nie einen abialen Stromumkehrer mit Mauveflansch geben. Irgendwie passt das nicht. Ah. Okay, dann machen wir es so. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein binausaler. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer 4 Speichen, Schrauben. 2 Speichen, Klemmen. Ah. 4 Speichen, 2 Speichen. 4 Speichen, Schraube. So einen Stromumkehrer baue ich okay. Doch im Schlaf. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Ja, ich hab das hin. 3 Speichel nicht hier. Schlecht, Rufus. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. So, und 2 bei einem kubischen. Nicht so grandios kubischen, obwohl keine Ahnung. Ein Erfolg! Ich kann dazu auch ganz allein, okay. Was soll ich eigentlich machen damit? Vielleicht kommt jetzt dahin. Versuchen wir es. Und es hält. Ha, ich meine. Ist das jetzt wirklich der Richtige? Kinderspiel für einen Profi. Warte mal, was heißt das? Ton? Ton? Okay. Binausal, okay. Was? Oh oh. Nein, 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 nein. Puh. Das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Mal sehen, was man sonst noch so machen kann mit Umwandeln. Den hier? Was? Oh oh. Nein. Achso, okay, das heißt, wir können gar nichts damit machen. Ach so. Nicht nochmal. Aber wir können damit jetzt nicht fahren, oder? Dann wollen wir mal. Nein, wir können damit doch nicht fahren, oder? Oh, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Und losfahren? Ab geht's. Yippie-yay, ein Heben. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Hm. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Alter. Okay, lol, wo sind wir denn jetzt? Ich wusste, dass das passiert. Abgeschlossen. Ja, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Ah, das finde ich gut, Rufus. So. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang, wohin der führt. Ganz groß. Hebel. Nimm den Hebel. Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten.
Gibt's sonst hier oben nichts mehr? Ah, ich habe den Hebel, brauchen wir dafür. Aber... Warte mal, warum ist er hier unten? Hey, seit wann? Ein Bein reicht mir. Seit wann ist das da unten? Sicher jetzt erst. Ja, okay, dann kommen wir natürlich jetzt ganz einfacher voran. Was unsere Achtkantschüssel. Ich dachte Sechskant, aber Achtkant ist besser. Ja, Sicherung. Ja, damit haben wir es. Und jetzt die Frage aber. Mal gucken, wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Okay, und jetzt? Kommen wir jetzt dahin? Junge, zum Glück beherrsche ich. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Naja, anders kannst du es nicht denken. Was haben. Ah, schon eine Sicherung haben wir jetzt. Und hier ist keine Musik. Ich weiß nicht warum. Sicherung können wir jetzt hier einsetzen. Und let's go. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mainbike liefen. Oh mein Gott. Wham! Wo ist das Mainbike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Ja, ich war auch gerade sehr schlau, denn wir haben das Mainbike natürlich gar nicht bekommen. Aber warte mal. Das heißt doch eigentlich, dass wir irgendwie jetzt das brauchen. Signallampe rot, aber die bringt uns nichts. Ich glaube, die können wir nicht abmachen, oder? Autsch, heiß. Wir haben ein Bein. Können wir damit irgendwas machen? Können wir damit vorangehen? Er hat angefangen. Und können wir ihn so nochmal aushalten? Hast du was dagegen, wenn ich deine Sachen mitnehme? Einmal nach Verwesung stinken für ein Bein. Ast rein. Hier willst du ein Bisonaler. Ohne Stromkreis gibt es hier auch nichts umzukehren. Er ist komplett verdreht. Wo? Ja, aber... Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Jetzt sag nicht, ich hab verkackt, weil ich da jetzt vorher erst schon gemacht hatte. Hey du, na, so wird das aber nicht, fauler... Scherben, aber ich... machen? Ich bin irgendwie... Nur eine Runde mit dem Minecraft drehen? Yippie! Ich habe gerade Rufus abgesetzt. Oh. Egal. Gibt's hier oben noch was? Nop. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Ein Lappen. Oh mein Gott, aber den Lappen nicht entdeckt. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Wie kann ein Lappen kaputt sein? Aber... stimmt. Wir haben ja den Schnaps getrunken und haben gegeben, dass wir Herpes haben und daher. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol.
Und ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber das sollte das jetzt sauber machen. Hallo, kommst du öfter hierher? Natürlich komme ich öfters hierher. Und ich glaube, jetzt kann er den halten, oder? Hey du, halt mal den Spiegel. Na, so wird das aber ein fauler Sack. Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Scherben bringen. Aber ich... Ich habe Angst, dass ich den verkackt habe, dass ich den jetzt irgendwie dahin bringen kann. Oh mein Gott, kann das sein? Hoppla, bin aus dem Spiel gezappt. Sehr schön. Ah, ich dachte gerade schon, ich hab verkackt. Nicht fallen lassen, okay? Ja, ja, ja. So geht das also. Jetzt sind wir hier. Können wir jetzt dahin gehen? Ha, das grelle Licht stabilisiert. Digga, was ist das? Ich kann im Dunkeln sehen. Was ist das? Ich habe eine Flasche. Und ich habe den Hebel. So, will ich zurück oder zurück? Ich glaube, ich gehe hier zurück. Ah, okay, dann gehen wir halt da zurück. Genau. Die beiden wieder dran. Und zwar. Ohne mein. Hier hin. Hier rauf. Losfahren. Absteigen. Hebel bestätigen. Jawohl. Mein kann in Position bringen und Goal gleich dann rüber transportieren. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der erste Teil ist sehr buggy. So, jetzt zum Kran. Und Rufus, let's go. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mist. Ah, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Wie jetzt? Bist du echt nicht mehr lässig? Rufus, ich bin enttäuscht von dir. Ja, dann fragen wir mal Doc. Hallo Doktor, wie geht's dir? Gut, ja, perfekt. Hallo. Hm? Was? Oh, hallo. Und zwar hätte ich die Frage, ich habe noch... Immerhin. Doc, ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier es einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte. Ich mach's dir vor. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Lass ihn einfach auf dich wirken. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Gut so. Siehst du, wie alles schärfer wird? Digga, bin ich auf Alkohol? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich... ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin...
ein Fluss. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles verstanden? Warum passt das gerade so gut? Dann brauchen wir die leere Flasche, glaube ich, dafür. Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Hab ich die jetzt? Nee. Also ich brauche Alkohol, wenn ich das mal so sagen darf. Um zu relaxen. Ja, sehr schön Spiel, dass ihr mir was weiß machen wollt, aber... Vielleicht geht's ja jetzt. Mist, aber jetzt. Nein! Ach. Der Doc hat mich belogen. Ich hab doch alles richtig gemacht, oder? Ich brauche ein Bein hinter. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Den Horizont? Den check. Horizont fixieren? Check. Und los. Ich bin ein. Keine Ahnung, woher soll ich das wissen? Mumpy! Und nun? Mist, aber jetzt! Nein! Ach. Ja, uns fehlt der Alkohol! Der Doc hat mich belogen. Ich hab doch alles. Wie kriegen wir den scheiß Alkohol? Doc, gib mir den Alkohol, gib mir den Schnaps. Los. Und was wird das jetzt? Ich möchte ihn. Stellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. Hallo? Hm? Oh. Ich bin. Aber leg etwa. Nur. Ja. Ach so! Punkt am Horizont und fixiere ihn. Ich verstehe. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere ihn. Ich hab ihn jetzt. Und dann schließlich. Ich bin ja schon ganz vertranst. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein. Warte mal. Ich muss das nochmal durchlesen. Warte, Doc, gib mir mal. Das ist. Warum kann ich nicht mit ihm sprechen mehr? Warum? Machen wir es halt nicht mehr. Ja, keine Ahnung. Bein ist halt Kopf. Jetzt machen wir das hier. Ich. Ich habe Docs Fuse, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. Ich glaube, es funktioniert. Zumindest meine Fummel zum Gang holen. Auf dich! Let's go! Jetzt aber. Und. Komm ich mit hier um, komm ich mehr mit um. Yes! Rufus, 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 yeah! Okay, dann nach oben. Ins Mindbike. Geht das auch schneller, Rufus, oder musst du wirklich da rumlaufen? Aber okay. Warte mal.
Los fahren! Boah, dass Goal nicht runterfliegt, ist ein Wunder, finde ich. Ach, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal, die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Oh nein, 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 das ist ein richtig großes Rätsel. Egal, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like lassen. Abo nicht vergessen, um es nicht zu verpassen. Ich werde, ich glaube, ich schon mental vorbereitet für den nächsten Part. Für diesen Horror. Bis dann und ciao, ciao.